Hallo, ich bin Nele und ich gestalte heute eine Visionscollage für das Jahr 2016. Also dieses Papier habe ich als Grundlage genommen, weil es mich so an die Blumen des Lebens erinnert hat. Für das Jahr 2016 wünsche ich mir unter anderem Segen. Das schreibe ich jetzt mal in der Farbe Gold auf, weil Gold die Farbe für erhöhtes Bewusstsein ist. Wir bauen ein Schiffchen. Das wird ein sehr kleines Schiffchen. Dazu habe ich mir einige Motive rausgesucht und schneide die jetzt aus. Außerdem habe ich einige Stichworte aufgeschrieben, die uns im Jahr 2016 begleiten sollen. Die werden auch auf die Visionscollage mit aufgeklebt. So, jetzt legen wir mal die einzelnen Fotos auf das Brett. Für das Jahr 2016 habe ich mir ein paar Affirmationen überlegt, die dann wären: Ich bin frei und friedvoll, ich bin gesund auf allen Ebenen meines Seins, ich bin kraftvoll und selbstbewusst, ich bin dankbar für den Segen und den Überfluss in meinem Leben. Ich atme in Liebe und fließe entspannt mit dem Leben.
Ich bin kreativ und mutig und bringe frei zum Ausdruck, wer ich bin. Ich bin im Wohlstand und empfange in Freude, Demut und Dankbarkeit. Ich bin zentriert in meiner Herzensliebe. Ich bin im Urvertrauen. Ich bin in Sicherheit. Ich bin umgeben von Menschen und allem, was mir gut tut. Ich bin fähig, Angst in kreative Schöpferkraft umzuwandeln. Ich bin voll aufbauender Energie und fühle mich wohl in meinem Körper. Ich programmiere mich mit wohltuenden Gedanken. Ich bin in der Lage, loszulassen und Hindernisse zu überwinden. Ich bin liebevoll und achtsam im Umgang mit mir selbst und anderen. Ich vergebe mir selbst und anderen. Ich bin ein Lichtkanal, der Heimatquelle der ewigen Liebe und Heilung. Ich bin im Kreis der Liebe, der meine Beziehungen umgibt. Ich bin Freude und Harmonie. Ich bin ein machtvolles multidimensionales Schöpferwesen. Ich bin Teil einer wundervollen Familie und Gemeinschaft. Ich bin von der Quelle allen Seins und seinen Mächten in Liebe geführt und geschützt. So sieht die fertige Collage aus. Mann, nehme einen Nagel und einen Fleischklopfer. Als Frau und Vegetarierin darf ich natürlich den Nagel mit dem Fleischklopfer in die Wand schlagen. Ich bin zwar groß, aber so groß auch wieder nicht. So, deswegen stelle ich mich jetzt mal auf den Stuhl und gebe mein Bestes. Der soll ruhig etwas schräg nach oben stehen, damit es besser hält. Et voilà.
Ich wünsche allen ein wundervolles, erfülltes, friedliches und gesundes Jahr 2016.